Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wie schon gesagt, ich möchte Ihnen das Thema die Technologie MIoT vorstellen, eine drahtlose Kommunikationstechnologie für das Internet der Dinge, die bei uns am Fraunhofer IS entwickelt wurde und mittlerweile auch schon kommerziell zur Verfügung steht. Und wie geht es jetzt weiter? Genau. Wir haben ja gerade auch schon gehört, wir beschäftigen uns in dem Hub Sensor Edge Cloud mit dem Thema energieautarke Funksensoren. Warum machen wir das? Wir sehen eine enorm steigende Zahl von IoT-Geräten, von drahtlosen Sensoren. Und wenn Sie diese Zahl der Sensoren installieren möchten, warten möchten, ist das eine immense Herausforderung. Installationszeiten müssen kurz sein, Wartungszeiten, Sie wollen nicht Batterie wechseln, Sie wollen kein Kabel ziehen, sondern die Sensoren sollen einfach ausgebracht werden. Und deswegen ist es wichtig, eben diese Sensoren auch autark auszugestalten mit langen Batterielebensdauern oder eben auch autark betrieben aus Energie, die sie aus der Umwelt ziehen. Deswegen ist es für uns auch so spannend. Wir beschäftigen uns einerseits mit der Energieversorgung selber, aber andererseits muss es sich die Verbraucher angucken in so einem energieautarken Funksensor. Und ein Verbraucher ist neben dem Sensor natürlich auch die Kommunikation. Am liebsten würden wir hier einfache Kommunikationssysteme verwenden. Wir verwenden häufig Bluetooth Low Energy, weil es am wenigsten Energie braucht. Aber das Problem ist die Reichweite. Sie haben 10 Meter Reichweite. Das heißt, so einen Raum hier müssten Sie dann mit Repeatern ausstatten, eine Mordsinfrastruktur. Deswegen haben sich in den letzten Jahren sogenannte Low-Power-Wide-Area-Netzwerk-Technologien entwickelt oder sind entstanden. Das heißt, es sind Kommunikationsverfahren, die über eine hohe Reichweite verfügen, mehrere Kilometer, und die eben auch ganze Flächen abdecken sollen. Entscheidend ist natürlich auch, hier gibt es Unterschiede, welche Technologie ich einsetze, und das ist das, womit wir uns beschäftigen. Die Low-Power-Wide-Area-Network-Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich ähnlich wie Mobilfunk eben Netze aufbauen. Das heißt, sie haben eine zentrale Basisstation, die eine ganze Fläche, eine Stadt ausleuchten kann. Und sie sind optimiert eben für Sensoren, die wenig Daten übertragen. Also wir reden hier nicht über Video-Streaming, Audio-Streaming, sondern es sind kleine Sensordatenpakete, die übertragen werden und die häufig nur im Minutentakt oder Stundentakt übertragen werden. Das heißt, der Kommunikationstraffic ist sehr gering pro Tag. Und wir sehen einige Lösungen, die es ja schon auf dem Markt gibt. Auch die Mobilfunkwelt, die hat den 3GBP zwei Standards hervorgebracht, Narrowband IoT und LTE-M, womit sie eigentlich das 4G-Netz ertüchtigen können, auch IoT-Devices energieeffizient anbinden zu können. Aber dadurch, dass sie ein lizenziertes Funkspektrum nutzen, haben sie natürlich eine hohen Quality of Service, das heißt, ihre Nachrichten kommen sicher an. Auf der anderen Seite brauchen sie aber einen gewissen Energie-Overhead, um diese Teilnehmer in dem Netz auch zu koordinieren. Ja. Im Gegensatz dazu haben sich eben Technologien entwickelt im lizenzfreien Spektrum. Dieses Spektrum kann von allen genutzt werden. Und deswegen macht auch eine Koordination keinen Sinn. Also bei diesen Unlicensed Low-Power-Wide-Area-Network-Lösungen ist es so, dass die Sensoren einfach senden. Ja, sie nutzen einfach den Kanal und damit die ganze Energie für diese Kommunikation, für diese Koordination der Teilnehmer sie sparen. Das heißt, wir haben hier recht energieeffiziente Lösungen, die aber auf der anderen Seite eben auch durch diese Mehrfachnutzung des Frequenzbandes Kollision ausgesetzt sind und damit eben nicht den Quality of Service lösen können. Das haben wir uns mit MIoT zum Anlass genommen, quasi eine Lösung zu kreieren, die sowohl die Energieeffizienz beinhaltet, aber eben in der Zuverlässigkeit wesentlich besser performt als andere Lösungen in diesen Frequenzbanden. Wie machen wir das? Nun, Low-Power-Wide-Area-Network ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Wenn Sie hohe Reichweiten erzielen wollen, brauchen Sie mehr Energie. Energie ist Leistung mal Zeit. Was man macht, ist eben mit der Leistung, mit der Sendeleistung ist man irgendwann begrenzt. Man geht her und erhöht die Übertragungsdauer, also Energie pro Bit. Das heißt, die Symboldauern werden lang und ein Datenpaket, das ich üblicherweise übertragen möchte, dauert jetzt einige Sekunden, ja, weil ich die Datenrate in Bit pro Sekunde runterdrücke. Und das macht es für diese Systeme natürlich umso
schwieriger in diesen lizenzfreien Spektren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Verfahren mit anderen Funktechnologien im selben Band kollidiert, ist relativ hoch. Und da wenig Fehlerschutz auch verwendet wird, wird die Übertragung unterbrochen, die wird gestört und das Datenpaket geht verloren. Zudem ist eben auch diese lange Sendedauern haben auch eine hohe Belastung für die Batterie. Das heißt, sie müssen einen hohen Strom über lange Zeit von der Batterie ziehen. Das hängt auch mit der Batteriechemie zusammen. Also wenn Sie Batterien haben, die 10 Jahre plus Lebensdauer haben, haben die eine niedrige Selbstentladung. Wenn Sie eine Standardbatterie nehmen, ist die in 2-3 Jahren durch die Selbstentladung schon zu Ende, ohne dass Sie überhaupt eine Energie gezogen haben. Deswegen ist auch eine kontinuierliche Belastung über Sekunden von solchen Batterien auch kritisch für die Lebensdauer dieser Batterien. Wir haben uns Gedanken gemacht, können wir diese Übertragung nicht zerhacken, durch den Häcksler schicken, in kleine Pakete unterteilen. Hat uns lange wissenschaftliche Arbeit gekostet, aber es funktioniert. Das heißt, was wir machen, wir zerhacken dieses Telegramm in kleine Stücke. Wir nennen es Subpakete, die also in Frequenz und Zeit, also wir machen auch eine Zeitspreizung, über den Funkkanal übertragen werden. Wir haben eine zusätzliche Kanalkodierung, was dazu führt, also wir verlieren nur einzelne dieser Subpakete durch Störungen in dem Frequenzband, aber durch die zusätzliche Redundanz, Kanalkodierung, die wir haben, können wir bis zu 50% der Pakete verlieren und trotzdem noch die Daten vollständig und zuverlässig übertragen. Die Redundanz, die wir verwenden, ist also nicht gleichzusetzen mit einem Wiederholen des Sendens. Das heißt, die ist energieeffizienter, als würde ich das Paket mehrmals senden. Und ein weiterer Effekt ist eben durch die Pausen, die wir machen zwischen den Paketen, führt es zu weniger Belastung in der Batterie und damit auch längere Batterielebensdauern. Diese hohe Robustheit gegenüber Störungen hilft auch in der Kapazität, also auch wenn ich mehrere Teilnehmer habe, stören die sich natürlich untereinander, weil ich keinen koordinierten Zugriff habe auf das Funknetz. Das heißt, ich kann mit MIoT natürlich auch hohe skalierbare Netze realisieren. Und das hilft mir auch in der Infrastruktur. Solche Netze, also wir erleben gerade Installationen von großen Zählernetzen, Wasserzählern beispielsweise in Erfurt, ist jetzt eine Installation mit 30.000 Wasserzählern mit MIoT. Und die Frage ist, wenn man so eine Abdeckungssimulation macht, braucht man natürlich mehrere Basisstationen, um so eine Stadt abzudecken. Und je nach Teilnehmerzahl ist es so, dass letztendlich die Reichweite in der Zelle reduziert, wenn die Netzwerkkapazität einfach zu gering ist. Das führt also dazu, dass wir bei steigender Zahl von Geräten eben das Netzwerk nachträglich verdichten müssen. Also wir brauchen mehr Basisstationen, um die gleiche Fläche abzudecken mit einer höheren Zahl an Sensoren. Das heißt, die Skalierbarkeit, und das ist eine Simulation, die ein Projektpartner von uns gemacht hat, die gleiche Installation oder die gleiche Fläche abzudecken mit der gleichen Anzahl von Sensoren, kann ich mit MIoT mit der Hälfte an Basisstationen. Weniger Basisstationen heißt, ich brauche weniger Sites, ich muss weniger Basisstationen produzieren, installieren, Datenanbindung, Stromanbindung. Das heißt, ich habe hier auch einen grünen Effekt, ich spare mir Infrastruktur. Ja, alleine durch die Robustheit und Skalierbarkeit des Verfahrens. Ich hatte ja auch angesprochen, die Unterschiede in der Energie von Mobilfunk, Narrowband IoT und MIoT. Wir machen in den Hub auch Vergleichsmessungen. Wir untersuchen die Technologien in verschiedenen Use Cases, Einsatzszenarien. Und hier ist mal exemplarisch eine Messung, die wir für Narrowband IoT gemacht haben. Das heißt, bei Narrowband IoT müssen Sie eben auch die Frequenz oder die Teilnehmer koordinieren, damit der Zugriff auf das Funkspektrum eben ja, koordiniert verläuft. Und wir sehen oben eben die Phasen dieser Kommunikation. In Rot ist es eine Synchronisationsphase. Dann haben wir die eigentliche Aussendung des Datenpakets in Blau. Und dann gibt es eine lange Phase, wo das Modem einfach in den Funkkanal reinhört. Und auch das reine Empfangen kostet einfach so viel Energie, dass wir hier im Vergleich dazu unten bei MIoT sehen wir haben hier das Blaue ist die Aussendung. Man sieht hier immer wieder die Unterbrechung. Das heißt, es wird ein Subpaket übertragen. Der Sensor oder der Funkknoten geht komplett in den Schlafmodus über, wacht wieder auf. Es tut er so lange,
bis die kompletten Daten übertragen sind, und dann geht er komplett in den Schlafmodus, und dann gibt es eine vereinbarte Zeit zwischen dem Sensor und der Basisstation, wo der Sensor aufwacht und dann versucht, was zu empfangen. Also hier erstmal einen Acknowledge zu empfangen und dann eben auch dann Daten, wenn es welche gibt. Und dazwischen wird immer wieder in den Schlafmodus gegangen. Das heißt, man sieht hier also die Effizienz alleine durch dieses ständige Ein- und Ausschalten, durch dieses Hopping. Und wir sehen hier einen Unterschied in den Energieverbrauch von Faktor 10, was wir also hier erreichen können. Natürlich nicht die Robustheit wie in einem lizenzierten Spektrum. Aber was die Energieeffizienz betrifft, ist es einfach wesentlich besser. Wir haben das Ganze auch umgesetzt und das können Sie auch sehen. Wir haben einen Demonstrator dabei in unserer Beispieldemonstrator, die intelligente Schraube. Das ist ein energieautarker Sensor, mit dem wir die Anpresskraft einer Schraubverbindung messen können. Diese Lösung haben wir in verschiedenen Varianten aufgebaut. Wir haben einen Sensor, der die Kraft misst. Wir haben die Sensorauswertung, alles in diesem Schraubenkopf oder in diesem Kopf, den ich auf die Schraube draufstecke. Wir haben MIoT als Kommunikationsprotokoll und können damit remote über große Distanzen eben die Kraft, die Anzugskraft der Schraubverbindung messen. Und wir haben hier verschiedene Optionen. Wir haben einmal eine Ausführung, die die Energie aus der Wärme produziert. Das heißt, wir haben hier einen großen Kühlkörper, der die Differenz zwischen der Schraube oder der Oberfläche und der Luft nutzt, um Energie zu harvesten. Wir haben die klassische Solarzelle, 3 Quadratzentimeter in dem Falle. Und wir haben die Option 3, eine Batterie, 230 mA. Und wir nutzen die Energiequellen, um auch unterschiedliche Update-Raten, also Senderaten zu realisieren. Man sieht oben mit Temperaturdifferenzen im Bereich von 20, 30 Grad Kelvin, kann ich also wirklich hohe Update-Raten von 20 Sekunden, also eine Nachricht alle 20 Sekunden machen. Mit Licht hängt es davon ab. Also Indoor habe ich natürlich schlechte Lichtqualitäten, 500 Lux, da bin ich dann im Minutenbereich. Wenn ich aber Outdoor gehe, habe ich ähnliche Update-Raten von ein paar Sekunden. Und bei der Batterie natürlich, naja, da hängt es davon ab. Je nachdem, welche Raten ich mache, kann ich mehr oder weniger Lebensdauer realisieren. Das heißt, Übertragung alle 2 Minuten, habe ich nicht mal ein halbes Jahr, ist die Batterie leer. Das sind so die Beispiele, da können Sie sich gerne anschauen. Gut, soweit, so gut. Nochmal zusammengefasst. Ja, wir haben die Mobilfunksysteme, bei denen also ein wesentlicher Anteil der Energie in die Koordination der Teilnehmer, der Sensoren im Netz geht. Die Realisierung von autarken Sensoren, energieautarken Sensoren ist herausfordernd. Wir haben es auch schon gemacht. Wir haben also auch schon Narrowband-IoT-Lösungen gebaut. Vorteil ist natürlich, dass ich eine höhere Quality of Service habe. Bei den unkoordinierten Kommunikationsverfahren wie MIoT und anderen ist es so, dass ich der Energieverbrauch eigentlich proportional zur Datenmenge ist, die ich übertrage. Das heißt, wenn ich es noch schaffe, die Datenmenge zu reduzieren, und das ist auch ein Thema in dem Hub, beispielsweise durch KI, durch Embedded KI eben auch zu nur die Daten zu übertragen oder zu extrahieren, die notwendig sind zu übertragen, kann ich da an der Stelle auch nochmal zusätzlich Energie gewinnen. Und autarke Sensoren lassen sich natürlich einfach realisieren. Ja. Und mit MIoT haben wir eben auch diese Kollisionsfestigkeit. Das heißt, wir haben einen hohen Quality of Service und wir können eben auch große Netze realisieren, die mit wenig Infrastruktur zurechtkommen. Das war ein kurzer Einblick in die Technologie. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Wir sind eben hier im Sensor Edge Cloud mit unseren Beispielen und können auch Fragen stellen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Bernhard.